Nächste Station: Brandenburg Hauptbahnhof. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten an Züge des Nahverkehrs. Hallo ihr Lieben, heute sind wir im Grenat. Das ist in der Nähe von Kirchmöser. Ja, ich glaube, so hieß der Ort. Das ist ein Naturschutzgebiet, das wollte ich mir heute mal anschauen, jetzt zur winterlich kalten Zeit. Es geht, es ist nicht so unangenehm kalt, dass ich gleich einfriere. Ich habe auch Glück, noch liegt ein bisschen Nebel in der Landschaft. Und mein Rucksack ist um einiges leichter geworden, weil heute habe ich nur eine Kamera mit, die filmt. Und eine kleine Kamera für Bilder mit einem einzigen Objektiv, 50 mm, so ein Allrounder, Nifty-Fifty, wie man das so schön sagt. Und mal schauen, was daraus wird. Und ihr begleitet mich heute wieder, vielleicht. Ansonsten könnt ihr das Video abschalten und es gibt ja noch genug andere Outdoor- und Wanderkanäle. Ach, ihr Lieben, wie schön ist es doch hier. Es ist zwar bitterkalt, außer am Rand scheint es irgendwie ein bisschen wärmer zu sein. Ich friere mir die Finger ab, hab diese lichte Stelle hier gesehen, wo die Bäume in Reihe und Glied stehen, hab's versucht zu fotografieren, ist gar nicht so einfach, mal schauen, was draus geworden ist, weil ich mit 50 mm auf der kleinen Micro First Thirds Kamera sind das 100 mm von der Wirkung her. Und das ist nicht einfach, das ist wirklich nicht einfach. Und jetzt geht's als nächstes zu einem Pausenplatz, der heißt Diebesgrund. Und dort soll auch eine Quelle sein, die nennt sich Silberquell oder Silberquelle. Vermutlich wird es da kein Silber geben, aber ich kann ja mein Glück versuchen, weil Silber ist eine tolle Sache. Braucht man gegen Werwölfe. Ich hoffe, dass es hier keine gibt. Ich glaube nicht. Aber Wildschweine gibt es hier. Die habe ich schon gesehen. Leider nicht auf Kamerabild gewandt. Aber jetzt geht's weiter. In die Richtung. Ihr kommt mit. Das soll mal wieder jemand erklären. Da liegen sie. Da liegen solche Bäume ein bisschen kleiner im Moorgebiet herum und da werden sie zersägt. Und hier liegen sie mitten auf dem Weg und hier ist es dann egal. Also wenn es nach mir ginge, können sie ja überall rumliegen. Ich meine, ich suche mir einfach einen Weg drumherum. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich verstehe nicht, warum die dann da im Moor umsägen müssen. An diesem wackeligen Weg geht's weiter. Sieht so aus, als wenn er schon ewig nicht genutzt wurde. Da hängt auch so ein Geocache-Teil rum. Ich habe schon mal reingeguckt, aber die Nachricht werde ich natürlich nicht sein. Guti. Dann wollen wir mal weiter in den Wald hinein. Ich würde sagen, wir sind fündig geworden. Diesen Weg entlang, der sich quasi hier lang schlängelt, dann kommt man zur Silberquelle. Heißt es. Die soll sich dann irgendwo dort hinten befinden. Also ich vermute mal,
mit dem Päuschen am Tisch hat sich erledigt. Ich habe auch immer mehr das Gefühl, hier war schon Jahrzehnte niemand mehr. Die Wege sehen aus wie Sau. Teilweise sind die Brücken, die es hier so gibt, überwuchert. Aber die Silberquelle haben wir gefunden. Tada! Die Silberquelle. Aber leider scheint da nichts mehr zu kommen. War aber auch nicht groß anders zu erwarten, oder? Im Übrigen, was ich ganz spannend fand, die Bäume, die hier so rumstehen, da haben sich überall Leute verewigt und teilweise in 10 Metern Höhe. Nicht 10 Meter. Knapp 4 bis 5 Meter bei einigen. Also hier. Dort bei denen. Da. Sitzt dort. Nicht mehr viel mit Silberquelle. Also es ist noch ein bisschen nass, aber ich denke mal, das kommt durch das Wetter bedingt. Ist das da nass? Oh, und dieser Kaffee, das ist Gold wert gerade. Als die Pfoten aufwärmt. Oh, also im Gegensatz zu unserem Bunkerbesuch. Oh, ist das jetzt ordentlich kalt geworden. Also, und es bestätigt sich halt irgendwie immer mehr, dass hier kaum einer mehr unterwegs ist. Die Wege sind nicht gemacht. Also ich finde das okay. Kann man besser drauf rumwandern. Überall liegt Geäst und Holz rum. Die Brücke, die hier so durch einen Teil vom Moor führt, die ist fast hinüber. Also die hat viele Stellen, wo... Ja... Und mal ein bisschen durchwippen. Aber ansonsten bisher ganz hübsch hier. Also ich werde mir das nochmal irgendwann zur Brust nehmen, wenn in Anführungszeichen besseres Wetter ist. Heißt mehr Licht. Ich brauchte bisher keinen ND-Filter. Es ist so viel Licht, so wenig Licht vorhanden. Das wirkt alles ein bisschen trostlos. Aber schauen, was wir noch entdecken. Ich muss mich auch noch auf den Rückweg machen. Und da wollte ich noch irgendwie vorbei an das Gewässer Fauler See. Mal schauen, ob der Name irgendeine Begründung hat. Jüdi, wir sehen uns am Faulen See. André, wenn du zuschaust zum Thema Müll. Wahnsinn, oder? Ich halte die Kamera gerade per Hand, deswegen wackelt das wieder so ein bisschen. Ach, was hier alles liegt. Das dürfte ein Wasserkocher sein. Ja. Schuhe, Klamotten. Styropor. Ein gammeliger Kanister. Das ist Wahnsinn. Ja, so viel kann ich nicht mal mitnehmen. Also hier stehen so überall Schilder rum, dass man hier nicht rauf darf, weil das Betriebsgelände ist, bla 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 bla. Aber ich habe jetzt schon welche mit Hunden unterwegs laufen sehen. Daher gehe ich mal davon aus, dass da entweder keiner kontrolliert, wo das egal ist.
reizen würde es mich ja schon, weil das ist ein sehr weitläufiges Gebiet und hier findet man bestimmt das ein oder andere isolierte Motiv. So, ihr Lieben, jetzt nimmt es langsam mit der Helligkeit ab. Auf die Rieselfelder kommt man im Übrigen rauf. Also steht zwar überall verboten rum, aber da parken kolonnenweise PKWs, wo dann die Leute mit ihren Hunden halt auf diesen Feldern spazieren gehen. Und die Felder wollte ich mir irgendwann nochmal genauer anschauen, weil unsere Rieselfelder, da erkennt man nichts mehr an Strukturen, was irgendwie mal da war. Hier ist das noch relativ gut erkennbar. Außerdem gibt es da viele Motive, die gut freizustellen sind, weil das halt eine weite Fläche nichts ist. Jetzt zum Schluss zieht es mich noch einige Kilometer, muss ich jetzt noch laufen. In der Hoffnung, dass ich nicht bei totaler Dunkelheit jetzt hier noch durch den Wald eier. Das wäre jetzt nicht so schön. Dann komme ich zumindest an ein Dorf an, wo theoretisch sogar ein Bus fahren soll, der mich dann zum Bahnhof bringt und von dort aus kann ich dann meine Heimreise, mehrstündige Heimreise wieder antreten. Ich bin jetzt quasi am anderen Ende, am oberen Ende von Brandenburg. Ein bisschen. Mal wobei. Nicht so krass, nicht so heftig. Aber ganz schön weit entfernt. Wenn man durch Berlin fahren muss mit den Öffentlichen, dann ist das schon ein letztes Stück.